Liebe Meerbuscherinnen und Meerbuscher, herzlich willkommen an einem weiteren Donnerstag, einem weiteren Bommerstag zu unserem mittlerweile nicht mehr ganz so neuen Format, mit dem wir ja Anfang Dezember des vergangenen Jahres gestartet sind. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe den Eindruck, dass wir noch nicht einen einzigen Bommerstag mit einem Sonnenstrahl im Rücken verbinden konnten. Es war immer neblig, diesig, bewölkt und heute regnet sogar. Also ich glaube, wir alle freuen uns mal wieder auf ein paar Sonnentage und auf den nahenden Frühling, aber noch ist es nicht so weit. Ja, ich möchte noch heute wieder ein paar Eindrücke geben aus der vergangenen Woche. Wir stehen nicht ohne Grund hier am Areal Böhler II, Böhler Leben, weil es auch Inhalt der Beschlussfassung war im gestrigen Doppelausschuss Planung und Liegenschaften und Ausschuss für Schule und Sport. Wir hatten auf der Tagesordnung die Erweiterung der Brüder-Grimm-Schule von 3 auf 4 Züge. Was ist der Hintergrund? Die Verwaltung beauftragte im Dezember 2020 ein Beratungsbüro, das ein Gutachten mit einer Schülerzahlprognose bis zum Jahr 2026 für die städtischen Schulen sowie eine Raumanalyse erstellt hat. Wir haben ja schon häufig über dieses große Schulentwicklungskonzept berichtet. Für den Bereich der Grundschulen wurde von der Gutachterin ein Raumprogramm vorgeschlagen, das auch die Raumbedarfe für den Ganztagsbetrieb beinhaltet. Da es ab dem Jahr 2026 für alle Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 1 einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz gibt. Es gibt erfreulicherweise ja immer mehr junge Familien in Meerbusch. Dadurch steigt natürlich auch der Bedarf an Grundschulplätzen. Allein von jetzt bis 2025 steigen die Schülerzahlen im Grundschulbereich in der Größenordnung einer vierzügigen Grundschule. Es braucht also dringend neue Grundschulplätze. Die Suche nach einem möglichen Standort ist in Büderich aufgrund der Nähe des Flughafens nicht so einfach. Im gesamten Lärmschutzbereich, in dem weite Teile Büderichs liegen, ist die Errichtung einer neuen Grundschule nicht möglich. So liegt eben auch die Brüder-Grimm-Schule und die St. Mauritius-Schule in dieser Lärmschutzzone 1, weswegen dort eine Erweiterung nicht möglich sein kann. Aus diesem Grund ist eben hier auf dem Areal Böhler II der Neubau einer Schule ins Auge gefasst worden. Genau um dieses Thema ging es gestern in dem eben erwähnten Doppelausschuss. Dem Rat wurde zur Beschlussfassung empfohlen, die Brüder-Grimm-Schule von einer dreizügigen auf eine vierzügige Grundschule zu erweitern und hier im Areal Böhler eine neue Grundschule zu errichten. Das dafür zu benötigte Grundstück muss zunächst aber noch vom Eigentümer erworben werden. Hierzu laufen aber schon Gespräche. Apropos Thema Grundschulen. In diesen Tagen ist mit dem Einbau von rund 170 Lüftungsanlagen in Meerbuscher Grundschulen und Kitas begonnen worden. Statt mobiler Luftfilter werden in den Klassen- und Gruppenräumen fest installierte Lüftungsgeräte für konstanten Luftaustausch sorgen. Die Geräte sind leise, wartungsarm und nachhaltiger nutzbar als Filter. Jede Menge Vorbereitung war natürlich hierzu im Vorfeld nötig. Für jedes Gebäude, ja für jeden einzelnen Raum, musste eine Bestandsaufnahme und Detailplanung erarbeitet werden. Auch die einzelnen Gewerke mussten für einen möglichst zügigen Einbau abgestimmt werden. Immerhin sind neben dem Gewerk Lüftung auch Fenster, Dachdecker, Elektro-, Trockenbau- und Malerarbeiten sowie die Bauendreinigung beauftragt worden. Die Geräte wurden planerisch so dimensioniert, dass der erforderliche Luftwechsel gemäß den Empfehlungen des Umweltbundesamtes in den Räumen erreicht wird. Die Frischluft, die stetig in die Räume strömt, bewirkt neben der deutlich verringerten Corona-Ansteckungsgefahr auch ein konzentrierteres Lernen und Arbeiten, da immer ein hoher Frischluftanteil im Raum gegeben ist. Sogenannte CO2-Fühler steuern die Anlage je nach Bedarf nach. Insgesamt kostet dieser Einbau und die Anschaffung natürlich eine Menge Geld. Die Geräte kosten mitsamt Einbau insgesamt 5,6 Millionen Euro. Durch ein Förderprogramm übernimmt der Bund 80% dieser Kosten, sodass für die Stadt Meerbusch noch ein Eigenanteil von rund 1,1 Millionen Euro verbleibt. Ich weiß ja um die Diskussionen auch des vergangenen Jahres zum Thema Luftfilter in den Schulen. Wir sind häufig mit engagierten Eltern darüber im Gespräch gewesen. Die mobilen Lüftungsanlagen waren hier immer auch ein Thema. Wir haben uns letztlich dazu durchgerungen, diese nicht anzuschaffen und eben dann auf das Förderprogramm zugegriffen, welches der Bund im letzten Jahr aufgesetzt hat. Wir sind als Stadt sehr schnell hier gewesen, haben schnell gehandelt, konnten somit sehr zügig auch Fördermittel bekommen und haben dann in die eben beschriebene Vorbereitung sind wir eingestiegen, um nun relativ zeitnah mit dem Einbau auch beginnen zu können. Im Juni werden alle Schulen und Kitas entsprechend ausgestattet sein. Zurück zu Böhler II bzw. Böhler Leben. Es gab mehrere Workshops mit Bürgerinnen und Bürgern, die ihre Ideen einbringen konnten, aus denen die Architekten letztlich ihre Pläne erarbeitet und vorgestellt haben. Siegerentwurf des Architektenbüros sieht ein lebendiges und nachhaltiges Mischquartier mit etwa 450 Wohneinheiten für verschiedene Alters- und Einkommensgruppen vor. Rund 80% dieser Wohnungen sollen zum Teil mit staatlicher Förderung im Geschosswohnungsbau und rund 20% als Einfamilienhäuser errichtet werden. Zum Entwicklungskonzept gehören auch Gewerbe sowie Einzelhandelsflächen, die an das Areal Böhler angrenzen.
Ebenso sind großzügige Grün- und Freiflächen geplant, die sich durch das gesamte Stadtquartier ziehen und für eine hohe Aufenthaltsqualität sorgen sollen. Wohnen im Grünen und zugleich eine abwechslungsreiche Mischung in dem neuen Stadtquartier sollen das Areal Böhler Leben kennzeichnen. Die Kernidee ist hier, ineinandergreifende Grünflächen sollen die bebauten Flächen verbinden und zugleich einen harmonischen Übergang schaffen zwischen den großen Bauten des Böhler Areals und den kleinteiligen Siedlungsgebieten im Büdericher Süden. Ich denke, eine sehr spannende Zukunft, die hier in diesem Bereich vor uns liegen wird, sind wir gespannt, was in den nächsten Jahren hier entsteht. Ja, so viel vielleicht zum heutigen Bommerstag. Es wird auch immer ungemütlicher und nasser hier. Ich glaube, wir kommen langsam zum Ende mit vielen Informationen, die wir Ihnen mitgeben konnten zu unserem Schulentwicklungskonzept und zum Areal Böhler. Vielen Dank für Ihr Interesse und auf die nächste Woche bei hoffentlich etwas besserem Wetter. Vielen Dank, auf Wiedersehen.